In einem meiner letzten Posts hatte ich was über gesunde Dehnung gesagt. Da ging es eigentlich um Verletzungen, die möglich sind, die passieren können, wenn wir zu intensiv dehnen. Das hat mich ein bisschen dazu inspiriert, generell mal ein paar Techniken zum Thema Raumgewinn und Dehnung einfach hier zu platzieren. In diesem Post möchte ich über die progressive Muskelrelaxation sprechen. Hast du bestimmt schon mal gehört, die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen gehört auch zum autogenen Training, ist eigentlich eine Eigenschaft des Muskelsystems zu reagieren. Progressive Muskelrelaxation heißt, dass der Muskel sich leichter tut zu entspannen, wenn er vorher eine intensive Anspannung erfahren hat. Das liegt an zwei Dingen. Wenn der Muskel sehr lang angespannt wurde, dann wird sozusagen die im Muskel stattfindende Treibstoffwiederversorgung, die sogenannte ATP-Resynthese, die ist ein bisschen gehemmt in dem Moment. Der Muskel kommt also mit seiner Selbstversorgung von Treibstoff nicht nach und kann deswegen schlechter Spannung aufbauen. Deshalb kannst du besser dehnen. Und das Zweite ist, es hat was mit der Nervenansteuerung zu tun. Muskeln müssen immer angesprochen werden, das muss aber auch wieder entkoppeln. Das heißt, wenn du den Muskel anspannst, wieder entspannst, intensiv anspannst, wieder entspannst, wieder intensiv anspannst, dann geht er danach leichter in die Entspannung, weil dieses Hin- und Herkoppeln für den Muskel sozusagen seine Fähigkeit, immer wieder schnell Spannung aufzubauen, hemmt. Wo finden wir das im Yoga? Wo finden wir das in der täglichen Praxis? Stell dir vor, du kommst vom Krieger 2 in Uttita Trikonasana. Im Krieger 2 spannst du die Beinrückseite des vorderen Beines im Idealfall an, zumindest wenn du die Übung richtig ausführst. Wenn du vom Krieger 2 jetzt hochkommst mit der Einatmung und wartest einen Moment, lenkst dich dann langsam nach vorne für Trikonasana und gehst dann in Trikonasana, dann ist die Zeitspanne für den Muskel, der eben noch bearbeitet wurde, sich gegen eine Dehnung wieder anzuspannen, die ist groß genug. Das heißt, er hat kein Problem mit seiner Resynthese von Treibstoff, der hat auch kein Problem, sich wieder ansteuern zu lassen von seinem Nerv. Wenn du aber vom Krieger 2 gar nicht erst hochkommst, sondern direkt reingehst in Trikonasana oder nur ganz kurz hochkommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich der Muskel leichter entspannen lässt, weil er nicht so schnell mit dieser Resynthese nachkommt von Treibstoff und sich nicht so leicht wieder ansteuern lässt vom Nerven. Also, eine intensivere, tiefere, nennen wir es mal Dehnung, hast du eigentlich dann, wenn du dir direkt von da an in die Entspannung gehst. Direkt von der Anspannung Krieger 2 in die Dehnung Uttita Trikonasana. Eine etwas weniger, dafür aber noch safere Möglichkeit hast du, wenn du aus dem zweiten Krieger erst hochkommst, einen Moment wartest und dann in Uttita Trikonasana gehst.